Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal Gaming for You an. Wurde mir vorgeschlagen, kenne ich nicht die Seite, scheint eine Ein-Mann-Firma zu sein, weil die Website ist wirklich sehr übersichtlich. Das Impressum stimmt aber, ist eine Umsatzsteuer-ID und so drin, deswegen schauen wir uns das jetzt an. Die haben ja auch Systeme dabei. Wie schon gesagt, die Website ist sehr, sehr übersichtlich. Hier haben wir halt so ein paar News und dann haben wir hier unten die aktuellen Topseller. Ich habe mir jetzt einfach zwei andere Systeme rausgesucht. Die Topseller kann ich von mir aus auch noch machen, wenn es euch interessiert, aber ihr werdet gleich sehen, ob sich das lohnt oder eben nicht. Und wenn man noch weiter runter scrollt, haben sie einen Kooperationspartner, das ist dieser Binyannis. Hey, ich mache Banger Shorts. Ob ich mir sowas als Kooperationspartner dahin schreiben würde, weiß ich nicht, aber ist deren Entscheidung. Wir schauen uns unter anderem diesen hier an, den Nvidia RTX 3060 Ti Intel Core i5-10400F. Also die haben keine gesonderte Bezeichnung irgendwie, wie zum Beispiel bei Dubaro, dass dann da steht Kreativecke, was weiß ich, 900 oder so, sondern einfach nur die Specs. Und dann schauen wir uns noch den hier an, Radeon RX 6900 XT Ryzen 7 5800X, was ja noch ein relativ aktuelles System ist. Klar, wir haben die AMD 7000er Serie, aber so die beiden Komponenten zusammenspielen schon mal so in einer Liga, kann man sagen. Dieser PC hier kostet 1040 €. Hier ist auch nur das Gehäusebild, was ich ja immer sage, entweder nur das Gehäuse oder eben wirklich ein PC mit den passenden Komponenten. Das trifft bei dem anderen PC nicht zu, kommen wir aber gleich zu. Und direkt mal als Hinweis, hier kann man auch nichts mehr umkonfigurieren, also die Sachen sind festgeschrieben. Ihr könntet jetzt nicht das Board tauschen oder das Gehäuse tauschen, was ich ein bisschen schade finde, aber Hardware-Rat macht das genauso, also von daher ist das Peng. Als Gehäuse haben wir das Aero One Mini Frost. Das ist ein Micro-ATX-Gehäuse, da passt dementsprechend auch nur ein Micro-ATX-Mainboard rein. Das heißt, hier ist auch ein Micro-ATX-Mainboard drin. Das passt also soweit. Ich reg mich ja immer drüber auf, ihr habt ein ATX-Gehäuse, habt Micro-ATX drin, sieht scheiße aus. Habt so ein kleines Board in so einem Gehäuse, ist einfach nichts. Hier passt das dann einigermaßen, scheint auch Airflow-technisch okay zu sein. Hat eine Mesh-Front, drei Lüfter in der Front, einen Lüfter hinten schon verbaut, alle RGB beleuchtet, das passt soweit schon. Ist jetzt nichts Besonderes, gibt es bestimmt auch bessere Gehäuse für Micro-ATX, aber für so ein System für 1040 € kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Und das kostet 67,69 € bei csvdirekt.de. Das Mainboard ist ein Gigabyte H410M S2 HV3. Dass sie hier auf Micro-ATX gehen, ist verständlich, wegen dem Gehäuse, ist auch okay. Dass die aber das Billigste vom Billigsten nehmen, ist mir nicht so ganz klar, warum das so ist. Weil wir haben gesehen, bei Dubaro geht es halt auch mit Full-ATX und das hier ist eine noch ältere Serie. Wir haben hier einen 10.000er Prozessor, bei Dubaro war es glaube ich ein 11.000er und einmal ein 12.000er. Und ich verstehe es einfach nicht. Also hier keine gekühlten Spannungswandler, nur zwei RAM-Bänke. Das heißt, erweiterungstechnisch ist das auch schon ein bisschen marginal ausgestattet. Hier kommt die Grafikkarte rein. Ihr könnt eine SSD reinpacken. Und wenn ihr Glück habt, diesen Slot hier unten noch benutzen, wie zum Beispiel für eine WLAN-Karte oder sowas oder eine USB-Erweiterungskarte. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr sowieso nicht benutzen, weil es ein F-Prozessor ist. Intel F-Prozessoren haben keine integrierte Grafikeinheit. Bedeutet für euch einfach nur, ihr müsst sowieso das Bild über die Grafikkarte ziehen und die PS2-Anschlüsse werden halt auch nicht benutzt. Das sind die alten Tastaturen und Mäuse, also braucht man auf dem Board auch nicht benutzen, irgendwie zum Overclocken oder so, ist Quatsch. Also dieses Board ist wirklich Mist. Hätte man 20 € mehr in die Hand nehmen können, ein gutes Board nehmen können, weil ihr könnt auch später jetzt zum Beispiel einen stärkeren Prozessor auch nicht wirklich verwenden, also könntet ihr schon, aber die Spannungswandler limitieren dann irgendwann. Das ist halt Quatsch. Und das kostet 65,44 € bei Playox. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-10400F. Der hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 2666 MHz. Da kommen wir gleich auch noch zu, die haben ja auch andere RAM drin, das ist soweit okay. Der Prozessor ist jetzt nicht sonderlich schlecht, er ist halt älter. Habe ich bei dem Dubaro-System auch gesagt, da war es glaube ich der 11400F oder so. Die kann man zum Zocken durchaus noch nehmen, gar keine Frage. Aber es gibt halt für weniger Geld schon was Neueres. Finde ich ein bisschen schade. Für das System reicht es natürlich. Aber man kriegt, wie gesagt, was Besseres. Und was das Stream angeht, bei solchen Prozessoren ist immer ein bisschen schwierig. So E-Sports-Titel wie zum Beispiel Valorant oder Counter-Strike und so, das könnt ihr natürlich streamen, wenn ihr unbedingt streamen wollt mit so einer Kiste, ja. Aber für AAA-Titel würde ich dann schon einen stärkeren Prozessor nehmen. Und der kostet 133,28 € bei Zenetic.de. Die Grafikkarte ist eine RTX 3060 Ti. Hier wissen wir leider nicht, was wir bekommen. Eine 3060 Ti ist aber eine relativ gute Grafikkarte. Ihr könnt auch AAA-Titel und so damit spielen. Klar, in Full HD sowieso. Auf WQHD wird es dann ein bisschen eng, da müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen. FPS-Sets dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 469 € bei notebooksbilliger.de. Arbeitsspeicher, G-Skill, 16 GB. An dem Bild sieht man schon, dass es der Aegis ist. Soll ich meinen Hate über diesen RAM jetzt rauslassen oder nicht?
Nee, ihr kennt meine Videos. Ich sag dazu nichts mehr. Ist der billigste RAM, den ihr nehmen könnt. Also ich feiere den überhaupt nicht. 3000 MHz ist natürlich über der Spezifikation von Intel, was schon mal nicht schlecht ist. Hier mit 3600 zu gehen, wäre auch Quatsch gewesen. 3000 ist schon in Ordnung. 16 GB ist auch okay. Für mich ist einfach nur so, der Aegis war sehr unzuverlässig in der Vergangenheit und würde ich so nie wieder kaufen. Und sieht dazu auch noch irgendwie hässlich aus. Also wenn ihr den bei euch im System habt, ich weiß nicht. Und der kostet 48,88 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist eine Aero White 700 Watt. Also haben wir hier das AeroCool Aero White 700 Watt. Das hat keine Garantieangaben. Nur 80 Plus Zertifizierung, kein Bronze oder Gold oder sonst irgendwas. Festes Kabelmanagement ist das Billigste vom Billigsten. Ist einfach das Billigste vom Billigsten. Würde ich mir so nie kaufen. Niemals. Das Netzteil ist eines der wichtigsten Komponenten im PC. Wenn das abraucht und die Schutzschaltungen nicht greifen, und wenn überhaupt welche vorhanden sind, reißt es eure Hardware mit in den Tod. Ich würde da niemals sparen. Niemals. Also da hätte ich definitiv was anderes genommen. Es hätten nicht mal mehr 700 Watt sein müssen. Vielleicht 600 Watt oder ein 550 Watt Netzteil. Dafür aber Qualität. Hier haben sie 700 Watt genommen. Keine Qualität. Und das kostet 54,90 € bei Case King. Die SSD ist eine Crucial 500 GB M.2, also in dem Fall die P2 nach dem Bild zu urteilen. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2300 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 940 MB die Sekunde. Das ist okay. Es gibt bessere, klar. Bei 1000 € System ist das aber in Ordnung. 500 GB ist natürlich sehr wenig. Müsst ihr selber wissen, wie viel ihr braucht. Ich sage es immer wieder, es gibt Spiele, die fressen eine Menge Speicher und es gibt halt Spiele, die fressen nicht so viel Speicher. Wenn ihr damit wirklich nur plant, ein bisschen Lost Ark, Valorant oder so zu zocken, ja gut, dann reicht die. Wollt ihr AAA-Titel spielen, gerade die, die auch viele Mods haben, zum Beispiel GTA oder so, dann wird es ein bisschen schwierig. Und die kostet 42,75 € bei Playox. Der CPU-Kühler ist ein Johnsbo CR1000, hat hier eine TDP-Angabe von 130 Watt. Das habe ich jetzt dabei gesagt, weil es hier einfach nicht dabei steht. Der hat ein bisschen RGB-Beleuchtung, 130 Watt TDP gibt er an, reicht für den Prozessor aus, ist okay. Ist jetzt nichts Tolles, aber kann man nehmen. Und der kostet 19,16 € bei Digitalo. Was noch dazu kommt, ist kostenloser Versand. Das ist ganz geil. 14 Tage Rückgaberecht ist einfach nur Fernabsatzgesetz. Ist klar, müssen sie so machen. 2 Jahre Gewährleistung ist jetzt nicht das gleiche wie Garantie. Müssen sie gesetzlich halt auch geben. Und Windows 10 ist installiert und aktiviert. Das bedeutet für uns einfach nur, dass wir Windows 10 Pro mit da reinballern. Ob das jetzt Pro oder Home ist, stand jetzt einfach nicht dabei. Wir nehmen das Pro. Windows 11 braucht ihr bei dem Prozessor auch nicht. Das ist erst so ab dem 12600K wird das interessant bei Intel. Die AMD-Prozessoren, ob die da jetzt sonderlich von Windows 11 profitieren, glaube ich nicht. Aber die aktuellen Intel-Prozessoren mit Performance- und Efficiency-Kernen brauchen auf jeden Fall Windows 11. Bevor es jetzt zu Missverständnissen kommt, wenn ihr jetzt ein 12700K oder 12600K oder so habt, ja, mit diesen Performance- und Efficiency-Kernen, ihr könnt Windows 10 drauf laufen lassen. Ist nicht ganz so geil wie Windows 11 dann. Also ihr habt Leistungseinbußen. Das ist eigentlich alles. Laufen tut das. Und das kostet 27,60 € bei IT Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 928,70 €. Das System soll kosten 1040. Preislich gesehen eine gute Sache. Gerade kostenloser Versand und so ist ganz okay soweit. Aber konfigurationstechnisch halt einfach, ja, mehr oder weniger veraltet. 3000 MHz RAM, 10400F da drin. Weiß ich nicht, ob ich das so kaufen würde. Auch dieses Drecksboard, also ich muss es wirklich sagen, und der RAM ist jetzt auch nicht der beste. Nee, würde ich nicht kaufen. Da wart ihr mit den anderen Varianten besser bedient. Klar, da war die Grafikkarte nicht so stark, eine 3060 Ti war dann irgendwo drin bei dem Hardware-Deals und Kreativ-Ecke-PC. Aber die restlichen Komponenten waren einfach aktueller. Also ich würde das System schon mal nicht kaufen. Und dann haben wir hier noch den Radeon RX 6900 XT mit Ryzen 7 5800X für 1955 €, also knapp 2K. Das Bild stimmt nicht. Hier ist der Stockkühler drauf. Zum Glück ist es nicht so. Hier haben wir eine Wasserkühlung, aber hier sieht man den Stockkühler. Das heißt, der stimmt schon mal nicht. Wir haben ein Aorus Board, was auch nicht stimmt. Wir haben hier keine Aorus Board drin. Der RAM, der stimmt. Es ist wieder der Aegis scheinbar. Und dann haben die einfach nur Bilder von den verschiedenen Farben da drin. Die haben dann Photoshop ein bisschen bemüht, weil der Winkel der Kamera ändert sich halt auch null. Es ändert sich eigentlich gar nichts, außer die Beleuchtung. Keine Ahnung, warum sie das jetzt so gemacht haben. Wären sie halt einfach mit dem ganz normalen Gehäusebild gegangen. Weil ihr kriegt das so nach Hause und dann sieht es nicht so aus. Mit der Wasserkühlung sieht es bestimmt noch besser aus, klar. Aber es sieht halt nicht so aus wie auf dem Bild. Den machen wir auch wieder ein bisschen schneller. Ihr kennt das ja schon. Wir haben hier ein NZXT H510 Gehäuse. Das ist Schmutz. Also es gibt die Flow-Variante davon. Das hat eine Meshfront, das ist okay. Das Ding hier ist ein Backofen. Also das H510 ohne Flow würde ich so nicht verbauen. Ist wirklich ein Backofen. Komponenten werden zu warm, ist kacke. Das Mainboard ist relativ okay, Gigabyte X570 SUD.
Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten können noch 2 weitere SSDs verbaut werden. Den Slot könnt ihr sowieso nicht benutzen wegen dem Kühler der Grafikkarte, aber die beiden hier noch für eine Capture-Card zum Beispiel oder WLAN-Karte, USB-Erweiterungskarte. Was die Anschlüsse angeht, haben wir auch schon 7.1, 4x USB 3.0, dann haben wir einmal USB 3.1, USB Typ C ist mit dabei, Netzwerkanschluss. Die Onboard-Grafik könnt ihr wie immer nicht benutzen und dann haben wir noch 2x USB 2.0 und PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen. Das Board ist in Ordnung. Das passt schon. Bei 2000 Euro hätte ich mir was Besseres gewünscht, aber ist schon mal okay. Full ATX, viele Erweiterungsmöglichkeiten, das passt. Der Prozessor ist ein Ryzen 7 5800X, hatte ich früher auch, könnt damit streamen, könnt damit zocken. Ist natürlich jetzt nicht das aktuellste, weil wir schon in der 7000er Generation sind, aber dadurch ist der Prozessor ja nicht schlecht. Ihr könnt damit auch rendern und so, damit hatte ich auch früher meine Videos bearbeitet und gerendert. Das ist schon okay. Die 6900XT, da wissen wir wieder nicht, was wir bekommen. FPS, das dazu kriegt ihr dann auch in die Videobeschreibung reingelinkt. Es ist einfach so, dass es fast die beste Grafikkarte von AMD derzeit, zum Stand heute. Es gibt noch die 6950 XT, klar, aber wenn ihr die dann habt und zum Beispiel eine Red Devil oder so nimmt, dann habt ihr wirklich eine gute Grafikkarte, preis-leistungstechnisch eine gute Sache. Der RAM sind leider nur 3200 MHz, 3600 vertragen die AMD auf jeden Fall. Es ist wieder der Aegis RAM, immerhin 32, aber der ist der Aegis. Bei 2000 Euro möchte ich zumindest gescheiten RAM haben mit einem gescheiten Kühlkörper drauf, beziehungsweise mit RGB-Beleuchtung. Weil die Leute, die 2K ausgeben, wollen noch ein bisschen was fürs Auge. Das EVGA Supernova 850 GT sind 850 Watt, reicht für dieses System qualitätstechnisch auch relativ in Ordnung. Ich hätte was anderes genommen, ein Seasonic oder so, sind aktuell im Angebot. Leider auch nur eine 1TB, gut, bei 2K kann man drüber reden, dass man nur 1TB nimmt. Ich hätte mir vielleicht 2TB gewünscht, wir sehen auch gleich beim Preispunkt, dass das auf jeden Fall drin gewesen wäre. Ist jetzt auch keine besondere SSD, reicht aber für den normalen Gamer. Und die Enermax Liquimax 3 240mm hat eine TDP-Angabe von 330 Watt, was einfach nicht stimmt. Der 5800X, ihr wisst es, ist relativ schwer zu kühlen. Ich hatte auch ein Review mit einer 240er Wasserkühlung auf diesem Prozessor, die wird dann schon relativ laut. Eine 360er hätte da besser reingepasst auf jeden Fall. Nun habt ihr aber leider die Problematik, dass ihr von den Radiatorgrößen bei dem Gehäuse halt einfach nur maximal eine 280er verbauen könntet. Das heißt, eine 360er hätte nicht mal mehr reingepasst. Macht auch keinen Sinn, die da reinzubauen. Das Gehäuse ist vorne geschlossen, vorne kommt die Wasserkühlung rein, sieht man ja. Da 280mm vorne. Ist halt kacke, wenn keine Luft reinkommt, ne? Und natürlich ist Windows 10 auch wieder mit dabei, reicht für diesen Prozessor auch aus, ist ja kein Intel mit Performance und Efficiency Kern, was ich auch eben schon gesagt habe, aber ich weiß, dass viele von euch die Videos skippen, deswegen sage ich es einfach nochmal. Und dann wären wir auch beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows und da landen wir beim Gesamtpreis von 1653,82 Euro, das System soll kosten 1955. Das sind 300 Euro Aufpreis. Das ist ein bisschen viel. Also so mit 200 Euro wäre ich vielleicht noch mitgegangen. 300 Euro ist auf jeden Fall zu viel. Da hätte eine größere SSD reingepasst. Da hätte ein besseres Gehäuse reingepasst. Das würde ich so auch nicht kaufen. Und ich habe mir jetzt echt nicht irgendwelche Scheißsysteme rausgesucht. Ich habe bunt reingeklickt. Ich habe ein kleines und ein großes genommen, wie ich das immer mache bei diesen Videos, damit man so ein bisschen die Preisdifferenzen sieht. Man hat auch eben gesehen, bei dem kleinen PC, da war die Preisdifferenz nicht so hoch, da hätte man noch sagen können, okay, der zockt einen nicht ab. Bei dem hier haben wir 300 Euro Aufpreis, ist jetzt auch nicht die Abzocke schlechthin, Hightech kann das besser. Es ist nur einfach so, 300 ist zu viel. Ihr kriegt für knapp 2K ein besseres System. Ist einfach so. Guckt bei Krotos, Dubaro oder sonst wo. Ist mir völlig egal. Ich kriege von gar keinem irgendwie eine Provision. Ihr könnt kaufen, wo ihr wollt. Ich habe auch schon öfters bei Dubaro welche gezeigt für 2K. Auch bei Krotos. Ich hatte sogar mal eigene bei Krotos drin, dass ihr die einfach da fertig kaufen konntet. Also da würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen. Der RAM ist halt auch ziemlich schlecht getaktet mit 3200. Ich meine, es ist die Spezifikation von AMD. Aber 3.6er hätte mir einfach besser gefallen. Ihr kennt meine Videos. Ich sage es immer wieder. Und ich merke auch auf unserem Discord, apropos Discord, wenn ihr irgendwas zusammengestellt haben wollt, meldet euch bei uns. Wir macht irgendwie ein Ticket auf im Discord und dann könnt ihr da einfach reinschreiben, was ihr genau braucht. Und dann machen wir euch eine Config. Und da merken wir halt auch, dass die Leute immer noch hergehen und 3200 MHz nehmen, einfach nur weil AMD es reinschreibt. Nehmt einfach 3600er. Funktioniert. Also alles in allem muss ich sagen, dass mir diese Website nicht so gut gefällt. Gut ist, wie gesagt, vielleicht ein Ein-Mann-Betrieb, kann ich verstehen, ist in Ordnung. Aber ich finde es einfach konfigurationstechnisch ein bisschen Mist, gerade auch dieses Gehäuse jetzt hier bei dem anderen war es das Mainboard und der RAM. Es geht auf jeden Fall besser. Und eine Sache noch, wenn ihr das Video jetzt gerade seht, bin ich wahrscheinlich live auf Twitch, spätestens aber, denke ich, so ab 18, 19 Uhr. Wäre schön, wenn ihr mal vorbeischaut, auch wenn ihr noch Fragen habt oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.